jetzt sind wir hier. Nur für das hin. Bestimmt wieder runter. Aber egal, geh mal runter. Ah, dann sind wir wieder hier. Okay. Gut zu wissen. Das wollte ich nur wissen. Na gut, das muss ja auch einen Weg wieder runtergeben. Stimmt. This is babies and toddlers. Where do you guys think we should start? Sarge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy! All right. Why don't we look for things that make noise? Sure! That's protected from you! What do you mean, for me? Hey, where are you... Donald? I think they really are good guys. Well, you wouldn't have trusted them otherwise. Don't. And I know that your trust is a hard-earned treasure. Well, for all our sakes, let's hope you're right, cowboy. I'm willing to give him a chance at least for a little while longer. Especially if it means getting Andy and our friends back. Agreed. Gorge, well, I'm kind of worried about our new friends. Oh. Über Stress. Hoffentlich kommen nicht noch mehr solche solche Großen jetzt hier. Ich glaube nicht, dass diese Prinzessin hier oh Gott, was ist das denn? Hier so ein Mech rumstehen haben. Aber ich glaube, dann werden wir auch nicht von einem Mech angegriffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein Mech hat. Toll, jetzt bin ich in der Verwandlung und hab... Oh Gott. Kein Gegner mehr. Ich hab kein Gegner mehr. Ich liebe diese Musik. Warte mal, er sagt es, wo... So. Ist die Frage, wo hat das Lucky Emblem gesehen? Donald, du bist mega. Hast du dir sonst noch was? Das hätte ich sonst nie erkannt, hätte er das nicht gesagt. Was hast du denn? Wir werden von Spielzeug angegriffen. Yeah!
Mittlerweile macht sogar Magie wirken Spaß. Vita kann man ja jederzeit machen, solange man Magie überhaupt besitzt. Okay, Finale! Ich will mal ein anderes Schild ausprobieren. Deswegen mache ich jetzt schon mal Finale. Oh Gott, wo geht die Rakete hin? Geht die Finale eigentlich automatisch los, wenn da die Zeit abgelaufen ist? Na egal. Da gibt's noch ein Schwein. Oder ein Fluffy oder was auch immer. Ah, es gibt also der Herzlose, die wirklich Spielzeug kontrollieren. Hier oben ist 100 pro eine Kiste. Oh, die ist ja mega. Von die Fernkämpferwaffe. Ne? Ich wollte doch da hoch. Vielleicht ist das auch der richtige Weg. Aber hier ist eine Kiste, genau wie ich es erwartet habe. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Und damit euch, ihr seid nicht zu gefährlich. Jawohl. Sorry, Dress Queen, aber darf ich mal deine Schätze finden? Irgendwas, was Musik macht. Musical Toads. Euer Ernst? Angelie Amber. Sieht cute aus. Sehen aus wie Anime-Figuren hier. Ach, ist das ein Ernst? You've never used a record player? Huh? Like this. It's working. Wait, did that
that sound off to you? Not good. Huh? Hey! Sora! There's some kind of strange noise coming from the orchestra! Got it! Woody, you keep the record going. Whoa. Muss ich sie jetzt überprüfen? Finde heraus, was ist jetzt schon. This is the one. Mit dir stimmt was nicht. Something seems to be stuck in Miss Tuba. I'll get it out. Almost got it. There! Corporal! You all right, son? Yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but while I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. They must have taken Ham to another location. We have to hurry. Wait, Corporal. You're not fit for action. But, Sarge... Your tour is over, son. And it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. Huh? Hey! What is going on? Oh, right! Woody! Mission complete! Why didn't you tell me a little sooner? Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. Suche nach Specky. Ich finde die Übergänge übrigens richtig gut. Also, dass man von der Sequenz aus kein Blackscreen hat oder so, sondern gleich die Kamera so fährt, dass man wieder einsatzbereit ist. Das haben die mega gut umgesetzt. Mega gut. So, wo ist Specky jetzt? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Wait, do you hear something? I think it's coming from over there. Hallo. Talk about cabin fever. Thanks for the save. You okay, Ham? Yeah, aside from being locked in, the accommodations are fine. What a tiny little house. Whoa! Who is... What's wrong? She's back! That's the doll that Vic fed me. Ham, take cover. Copy that. One stay in the dread breakfast was enough for me. Not another possessed toy. Guys, look alive. Oh mein Gott, die ist ein bisschen creepy, aber das sind Puppen eigentlich immer. Oh Gott.
machen wir Raketenrandale erstmal. Das Schöne ist, das füllt die MP auch sogar auf. Weiterhin. Und man ist nicht so angreifbar. Sehr nett. Ich würde es am liebsten der Puppe rein... Das hätte fast falsch geklungen. Hat's vielleicht auch. Komm her, Puppe! Ich denke mal, wenn ich die so nenne, ist okay, weil es ist ja wirklich eine Puppe. Los, Goofy! Zeig dir, was du drauf hast! Aber dass die auch Trash-Mobs haben, finde ich eigentlich interessant. Warte mal, automatisch. Oh Gott, wie cool! Wo ist sie? Oh, ich habe mich so gern meine Magie auf. Alter, wie viel Schaden macht die bitte? Ich finde auch cool, dass man drei Schlüsselschwerter haben kann, die man hin und her wechseln kann. Etwas? Auf was ist das etwas bezogen? Dass die creepy ist? Wait. What if we end up just like her? Ah ja, okay. Attacking each other. No way, Buzz. That won't happen. No way. You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah. The Heartless, the Darkness, can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good. Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, Cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. A flying saucer! I think I know who that might lead us to. Come on, guys! Hey, Woody. I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Yeah. Hey, thanks, buddy. You just take care of your old self. Now, let's follow that UFO. Right. Aber Kleingeld kann auch wichtig sein. Warte mal, gehen die zum Play Palace? Play Place? Ja, genau. Boah, ich sehe schon Liz, wenn die das spielt, so, dass die bei der Puppe den Horror bekommt. Die kann Puppen überhaupt nicht ausstehen. Aber Puppen, egal in welchem Videospiel, die sind einfach nur creepy. Die kann man nicht uncreepy darstellen. Immerhin war das eine Puppe, die nichts sagt und einfach rumschwebt.
Ah, wir haben eine Herausforderung ja geschafft. Ja, die gesamte Marianne. Dann wird die Fotomission. Ja, Soldatenohrring haben wir dafür bekommen. Was ist denn ein Pustepapas? Sollte man speichern.